Das Dark Universe von Universal soll Verstärkung erhalten. Nach Die Mumie geht das Filmstudio Frankenstein und The Wolfman an. Letzterer könnte von Dwayne Johnson verkörpert werden. Laut dem Hollywood Reporter wollen die Verantwortlichen des Werwolf-Films The Rock für die Hauptrolle. Es ist allerdings fraglich, ob Dwayne Johnson Zeit für den Wolfsmenschen hat. Im Terminkalender des Stars aus Fast and Furious 8 stehen ja noch die beiden Fortsetzungen Fast and Furious 9 und Fast and Furious 10. Daneben soll Dwayne Johnson die Hauptrolle in Rampage, Black Adam, Shazam und Jungle Cruise spielen. Außerdem schlüpft The Rock in Arabian Nights in die Rolle von Sindbad. Es stehen also viele Filme mit dem Muskelmann an. Sollte Dwayne Johnson aber richtig Bock auf The Wolfman haben, wird er sich schon einen Platz in seinem Kalender freiräumen. Film.tv. Film.tv.